Sarah Wagenknecht gründet ihre neue Partei und was soll man sagen, dazu wird es auch höchste Zeit. Die Produktion der energieintensiven Industrie in Deutschland ist um 20% dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland eingebrochen. Der Wohnungsbau kollabiert auch gerade dank der verrückten Zinserhöhung der EZB und dem völlig fehlenden Engagement der Ampelkoalition in diesem Bereich. Und die Bauern gehen gerade überall in Deutschland auf die Straße, weil eine völlig bescheuerte Steuererhöhung auf Agrardiesel kommen soll. Kurzum, die politische Lage in Deutschland ist alles andere als gut. Die Regierung ruiniert gerade die Wirtschaft unseres Landes. Und da braucht es meiner Meinung nach eine neue Partei. Ich setze hier auf die Wagenknecht-Partei, die endlich wieder vernünftige Politik fürs Volk macht. Wir schauen uns heute die zentralen Stellen der Bundespressekonferenz an, wo Sarah Wagenknecht die Gründung ihrer neuen Partei ankündigt. Meine Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet. Anwesend waren 44 Gründungsmitglieder. Ein Teil davon war früher Mitglied der Linken, ein Teil war Mitglied einer anderen demokratischen Partei. Und es waren auch einige anwesend, die sich bisher noch nie parteipolitisch engagiert haben. Dabei waren Gewerkschafter und Unternehmer, Ärzte und Sozialarbeiter, Professoren, Abgeordnete und Theologen. Programmatisch haben wir Ihnen heute nicht so viel Überraschendes anzubieten. Das Parteiprogramm der neuen Partei, das erste Parteiprogramm, orientiert sich stark am Gründungsaufruf des Vereinsbündnis Sarah Wagenknecht. Wir werden jetzt in einem längeren Prozess, voraussichtlich bis zur Bundestagswahl, ein detaillierteres Parteiprogramm erarbeiten. Und wir werden Ja, das ist gut und richtig. Ich meine, so ein Parteiprogramm, das muss natürlich demokratisch mit den Parteimitgliedern diskutiert und beschlossen werden. Und das kann man jetzt nicht ad hoc bis zur Europawahl fertigstellen. Also ein ungefähres Programm, das steht ja, das hat sich quasi von selbst geschrieben. Dadurch, dass wir eine Bundesregierung haben, die eine aggressive Außenpolitik und eine selbstzerstörerische Wirtschaftspolitik fährt. Also da ist ja eigentlich klar, was jetzt passieren muss. Ende des Wirtschaftskrieges gegen Russland, Abrüstung, friedensfördernde Außenpolitik. Und vor allem Steuersenkungen für die breite Mehrheit der Bevölkerung, eine vernünftige Lohnpolitik, das sind ja alles Dinge, die sind ja von selbst schon klar. Wie das Programm dann en Detail aussehen wird, das wird man dann in den nächsten anderthalb Jahren sicherlich diskutieren. Dafür Expertenräte gründen und auch externen Sachverstand einbeziehen. Denn anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen würden. Wir haben heute einen ersten Parteivorstand gewählt. Details wird gleich Amira Mohamed Ali vorstellen. Wir sind mit diesem Vorstand übrigens die einzige bundesdeutsche Partei mit gleich zwei Quereinsteigern, zwei erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft im engsten Führungskreis. Wir haben außerdem eine Satzung beschlossen, die unserem Anliegen Rechnung trägt, kontrolliert und langsam zu wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Wer uns sofort unterstützen möchte, den bitten wir, auf unserer Webseite sich als Förderer oder Unterstützer anzumelden. Förderer und Unterstützer kann jeder sofort werden. Und wenn sich viele Menschen... Also ich habe schon 10 Euro gespendet und ich werde natürlich auch meine Mitgliedsbeiträge zahlen, wenn ich dann der Partei eingetreten bin. Also kann man auch wirklich nur zu aufrufen. Die Partei braucht jetzt vor allem Geld, um dann die Wahlkämpfe zu organisieren. Da hat Wagenknecht natürlich recht. Und um eben nicht von Konzernen abhängig zu sein, wie es FDP, CDU, SPD und Grüne sind, oder auch die AfD, braucht man halt viele Kleinspender. Nee, ich habe noch keinen Antrag gestellt auf Eintritt. Ich muss erst mal gucken, wie das geht. Also bisher war es ja noch nicht möglich, da beizutreten, weil es ja noch gar keine Partei gab bis heute. Menschen für diesen Weg entscheiden, würde uns das sehr helfen. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen 3 Wahlen in Ostdeutschland und wir sind zuversichtlich, bei allen 3 Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen.
So wie Ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer Ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie erleben einen Bundeskanzler, der sprachlos wirkt, selbst wenn er lange Reden hält. Und Sie erleben eine Opposition, die zu großen Teilen tatsächlich auch die Politik der Regierung mitträgt. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen. Und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unsere Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. Vielen Dank, Frau Dr. Wagner. Das war jetzt schon mal ein starkes Statement. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch Amira Mohamed Ali an. Ja, gleich kommt Amira Mohamed Ali und dann gehen wir gleich zum Top-Transfer des Sommers, Fabio De Masi. Aber erstmal inhaltlich hat Wagenknecht hier natürlich völlig recht. Der Aufstieg der AfD ist natürlich nur eine Folge der katastrophalen Regierungspolitik und kein Phänomen an sich, das wir bekämpfen müssen. Der Hauptgegner der neuen Wagenknecht-Partei wird nicht die AfD, sondern wird diese Regierung werden in allererster Linie SPD und Grüne sein. Das sind die Parteien, die es zu bekämpfen gilt und nicht die AfD. Die AfD profitiert einfach davon, dass die Bundesregierung eine grottenschlechte Politik macht und das sagen auch die meisten AfD-Spitzenpolitiker von selbst. Also es versteht sich ja von selbst, dass wenn die Reallöhne in zwei Jahren, 2021, 2022, um 5% einbrechen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und jetzt sogar noch Steuererhöhungen für die breite Mehrheit kommen sollen, also dass die Menschen dann auf die Barrikaden gehen, dass sie sich irgendwelche Protestparteien suchen, das versteht sich von selbst. Und allein deswegen schon ist die AfD nicht der Hauptgegner oder so ein Unsinn. Dazu wird Thilo Jung später noch einige, ich vermute, sehr, sehr dumme Fragen stellen. Die werden wir uns garantiert noch ansehen. Sondern der Hauptgegner sind erstmal SPD und Grüne. Das Ziel muss die Zerstörung dieser zwei Parteien sein, die gerade unser Land ruinieren. Es geht weiter mit Frau Mohamed Ali. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat, heute haben wir es geschafft, die neue politische Kraft aus der Taufe zu heben, die unser Land so dringend braucht. Unser erster Parteivorstand besteht aus Sarah Wagenknecht und mir als Parteivorsitzende, Christian Laie, als dem Generalsekretär, Lukas Schön, dem Geschäftsführer, Ralf Suikert, dem Schatzmeister und Professor Sherwin Hakschino, dem stellvertretenden Vorsitzenden. In den vergangenen Wochen sind viele Menschen auf uns zugekommen, die bisher nicht in der Politik waren. Ralf Suikert, wer ihn nicht kennt, der war schon bei der Gründung des Vereins Sarah Wagenknecht dabei. Das ist ein großer Unternehmer. Oder mittelständischer Unternehmer, bezeichnet ihn, wie er wollte, der sich bei TaxMeNow auch für eine höhere Besteuerung von Reichen engagiert. Also jemand, der ja Erfolg gehabt hat, aber der Meinung ist, dass unsere Gesellschaft trotzdem etwas anders gestaltet werden sollte, dass vor allem Reiche etwas höher besteuert werden sollten. Also eine definitiv interessante Figur. Aber die sich jetzt politisch engagieren wollen, weil sie mit uns gemeinsam unser Land wieder nach vorne bringen möchten. Und einer von ihnen ist Professor Sherwin Hakschino. Und wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass er bereit ist, unsere Partei zu unterstützen. Seine jahrelange Führungserfahrung in einem Industriekonzern und seine herausragende Kompetenz im Projektmanagement anspruchsvoller Vorhaben wird sehr, sehr hilfreich für uns sein. Wir wissen, es geht um viel und wir sind bereit dafür. Dankeschön.